Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit dem, ja, endlich mal wieder schwarzen Daumen. Heute geht es um die Frage, warum haben die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln? Ja, ich weiß es nicht. Als erstes habe ich mal Google gefragt, aber das war sehr dürftig, was Google zu diesem Sprichwort ausgespuckt hat. Also bin ich mal auf mich ganz allein gestellt. Ja, wie könnte das zusammenhängen? Die dümmsten Bauern, also sozusagen die Neubauern, die einfach mal vom Bauern ein kleines Stück Land bekommen haben, so ein Knecht vielleicht. Dieses Land muss erstmal urbar gemacht werden. Das ist natürlich ausgeruhter Boden. Da sind besonders viele Nährstoffe drin, der ist nicht ausgelaugt. Das könnte ein Grund sein, warum die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln haben. Ja, und der nächste Punkt könnte das Werkzeug sein. Was hatten die damals für Werkzeug? Sowas zum Beispiel wie mein Sauzahn, das könnten die auch damals gehabt haben. Oder noch primitiver, einen Grabstock. Oder vielleicht hatten sie sogar vom Bauern den alten, den ältesten Pflug mit nur einer Schare bekommen, den alten Esel dazu und haben dann versucht, diesen Boden aufzulockern. Riesenvorteil. Wie gesagt, alles nur Theorien, ne? Ich war nicht dabei. Aber Riesenvorteil von dieser Methode, der Boden wird nicht umgeschichtet. Die Bodenlebewesen, die in den oberen Erdschichten drin sind, die eine dicke Humusschicht bilden, die bleiben auch in der oberen Schicht. Es wird der Boden nur aufgelockert. Also im Prinzip so, wie ich das mit meinem Sauzahn jetzt vorhab. Das ist ganz schön kräftezehrend, was ich mir da vorgenommen habe. Ich habe ja noch nicht mal einen Meter geschafft und das Stück ist ein bisschen größer. Ganz schön dumm von mir, wie mein Nachbar hier drüben war mit dem Traktor. Der kam gerade vom Pflügen, wo gesagt hat, ich könnte dir das hier auch gleich pflügen für deinen Acker, für deine Kartoffeln. Ich sage, nein, ich mache das alles ganz anders. Ganz schön dumm von mir. Aber ich will ja die dicksten Kartoffeln haben. Wie mein Nachbar hier war, da war ich clever genug und habe gesagt, bau mal deinen Pflug ab und bau mal einen grobernen Tiefenlüfter ran. Und da habe ich hier die Fläche einmal grob schon mal aufgelüftet. Kann ich mir vorstellen, wenn der Bauer hier, der Neubauer, zugange ist, Zentimeter für Zentimeter, wie die Stecknadel im Heuhaufen kommt mir das hier vor, Zentimeter für Zentimeter das hier urbar macht. Und der Neubauer hat ja auch noch andere Sachen zu tun, die als erstes und ganz wichtig sind. Ja, und ruckzuck, du kannst es hier sehen, zwei Wochen später ist alles wieder grün und alles angewachsen. Aber es ist eine komplett andere Situation. Da vorne war eine recht dichte Wiese, aber hier sieht man schon, wie relativ locker der Boden ist. Also ich könnte niemals in eine gewachsene Wiese so reinfassen. Und ja, auch darunter das Milieu, dadurch, dass hier keiner mehr raufgetreten ist und dass die Mikroorganismen hier schon fein am Wirken sind, durchlöchern die den Boden und ja, lockern das Ganze ein bisschen auf. Also könnte ich mir vorstellen, dass der Neubauer einfach mal dann zwei Wochen Pause gemacht hat, bis er dann sich wieder rangemacht hat und gedacht hat, so jetzt endlich alle Kartoffeln, alle Nachbarn haben die Kartoffeln schon drin, jetzt muss ich endlich auch loslegen. Ja, und das ist heute der Tag nach zwei Wochen bei mir. Oh Mann, sieht das dumm aus, was ich hier mache. Aber als Neubauer habe ich gar keine Chance, irgendwie über eine Alternative nachzudenken.
Arschbacken zusammenkneifen und durch, weil hier müssen die Kartoffeln rein, damit meine Familie überleben kann. Vielleicht ist das auch der Grund, dass man gar nicht auf die Idee kommt, sich groß Gedanken zu machen und zu verzetteln, sondern ran. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Sauzahn in den Boden hacke, komme ich auch in tiefere Erdschichten. Da nehme ich mal ein Grasbüschel, eine Wurzel mit hoch. Da lösen sich auch im unteren Bereich Erdschichten. Und ich bin nicht mit schwerem Gerät hier unterwegs, sondern nur ich als Fliegengewicht. Und somit bleibt der Boden auch relativ locker. Und so könnte es auch sein, weil das so kraftzehrend und zeitraubend ist, dass ich ziemlich spät dran bin mit dem Kartoffeln setzen. Die anderen ringsrum, die haben ihre Äcker schon fertig. Anfang April, Mitte April, jetzt haben wir es hier, Anfang Mai und ich bin immer noch nicht so weit. Und so wie das Leben so spielt, gab es in den letzten Tagen noch mal kräftige Fröste und hier ist etliches kaputt gefroren. Meine Kartoffeln, die lagerten noch seelenruhig im Keller und die kommen jetzt in den vorgewärmten, frisch bereiteten Boden. Und alles, was Kraut ist, wird rechts und links beiseite gelegt. Weil, ja, soll ich das mit einer Karre irgendwie über den Acker auf einen Kompost tun? Das Kraut bleibt hier, wo es ist. Als Knecht bei meinem Bauern, da haben wir immer Mist untergebracht. Ja, ich als Neubauer, ich habe noch keine Tiere, ich habe keinen Mist. Aber ich habe dieses grüne Material, was ja irgendwann auch zu Humus wird. Ob der Neubauer das nun wusste oder ob das Zufall war, ich weiß es nicht. Das sieht ja schon astrein nach einer Furche aus. Jetzt gehe ich noch mal mit dem Sauzahn tiefer, damit auch unter der Kartoffel der Boden schön locker ist. Das ist ja eine akkurate Furche geworden. Aber schön locker. Schön locker die Erde. Meine Fresse. Guck dir das an. Also richtig schön locker und tiefgründig. Wow. Jetzt geht's an die Pflanzkartoffeln. Ja, und der Neubauer, was hatte der? Die Kartoffeln, die Speisekartoffeln, die übrig geblieben sind, die kleinen Knipskugeln, wo er immer drum rumgegriffen hat, die schon lange Keime dran hatten. Wahrscheinlich hat er die genommen, um sie in die Erde zu bringen. Und wenn er nicht ausreichend oder gar keine Knollen hatte, dann hat er beim Bauern gefragt und der Bauern hat ihm nicht die größten Kartoffeln als Saatkartoffeln gegeben, sondern eben wahrscheinlich die kleinen Knipskugeln, hiervon welche, davon welche, also wahrscheinlich auch eine Auswahl verschiedener Kartoffelsorten. Ja, ich habe auch eine Auswahl verschiedener Kartoffelsorten. Nadja hat mir welche geschickt. Lass uns die mal anschauen. Ich habe in diesem Jahr keine Zeit gehabt, irgendwas vorzutreiben, mich noch rechts und links um irgendwelche zusätzlichen Sorten zu kümmern. Das heißt doch, meinem Nachbarn hatte ich die Anuschka damals als Kartoffel, als Speisekartoffel gegeben und er sagt, boah, die ist toll, welche Sorte ist das, die will ich haben. Bisher hat er immer nur zwei Sorten angebaut, in diesem Jahr sind es sogar drei, also da ist auch mehr Vielfalt dabei. Aber hier haben wir bei Weitem mehr Vielfalt, also erstmal die zwei Sorten vom Nachbarn, dann die Anuschka, da habe ich mir die kleinsten rausgesucht. Und ja, die Pakete, hier habe ich einmal kurz reingeschaut, mich gefreut über die Vielfalt und wieder zugemacht. Und da sieht man mal, welche Kraft die, sieht man das? Ja, welche Kraft die Kartoffel hat und sich hier entsprechend durchkämpft. Als nächstes geht es um den Pflanzabstand, also einmal den Abstand der Reihen. Beim Bauern hat der Neubauer das immer mit dem Pflug gemacht. Da gab es den konkreten Abstand der Pflugschare. Und im
richtigen Leben kann er sich verschätzt haben oder hat gedacht, ich kriege den Acker sowieso nicht voll, hat den Abstand vielleicht ein bisschen größer gewählt. Also ideal wäre vielleicht 60, 70 Zentimeter Abstand der Reihen und in der Reihe dann nochmal die Pflanzen 30 cm bis 40 cm. Je nachdem, auch Frühkartoffeln können enger stehen und späte Sorten, denen sollte man ein bisschen mehr Platz geben. Aber wahrscheinlich hat der Neubauer sich da gar keine Gedanken drüber gemacht, die Kartoffeln einfach reingepackt, auch auf die Gefahr hin, dass dann mal eine Knolle nicht angewachsen ist von dem ollen Pflanzgut. Und somit hat er dann auch mal größere Abstände gehabt und dann beim großen Abstand auch fette Knollen dabei. Und anders als beim großen Massenanbau auf dem Acker, kann der Neubauer gucken, wo sind gerade die Augen, also wie ist die Kartoffel schon ausgerichtet, setzt die vorsichtig in die Erde rein und ja, geht viel liebevoller mit seinen kleinen einzelnen Zöglingen um. Hier kannst du mal sehr schön sehen, wie sich diese Stolone, diese Senker bilden, diese unterirdischen Senker, und dann an den einzelnen Punkten solche Verdickungen der Stolone. Das sind im Prinzip die neuen Knollen, hier eine besonders kräftige. Also das ist schon die Ernte für diese Saison. Natürlich werden bei mir die Sorten penibel markiert und beschriftet, damit man die hinterher auseinanderhalten kann. Das hat der Neubauer natürlich nicht gemacht. Also wenn das nicht dumm aussieht, na dann weiß ich auch nicht. Und jetzt braucht der Bauer nur noch auf gutes Wetter und wenig Wühlmäuse hoffen. Und wenn er nicht dumm war, dann hat er seine Kartoffeln immer, wenn sie ausgetrieben sind, angehäufelt. So wie ich das hier gemacht habe, angehäufelt rechts und links mit Erde. Da war natürlich das ganze Kraut auch noch mit dabei. Und damit das Kraut auch nicht wieder hochwächst und auch nicht Neues dazukommt, habe ich immer mit Rasenschnitt, Laub, hier sind ein paar Zweige dabei, also alles, was andere auf den Kompost tun, mit diesen Sachen habe ich gemulcht, auch in der Hoffnung, damit die Kartoffelreihen nicht so schnell austrocknen nach dem Regen. Gut, über Wasser brauchte ich mich dieses Jahr nicht zu beklagen, das hat so viel geregnet. Und so wie bei mir wird der Bauer zwischendurch schon mal Hunger gehabt haben und wollte für seine Familie schon mal was zum Mittagessen haben. Die frühen Sorten, die hat er dann gleich frisch aus dem Beet geerntet, während die frühen Sorten hier nach ungefähr 70 Tagen schon erntereif sind, irgendwann auch kein Laub mehr haben, werden die einzeln rausgeerntet. Und die späteren, mittelspäten Sorten, die haben noch kräftiges Grün dran und können noch ordentlich Nährstoffe bunkern. Dann lass uns nicht lang schnacken und mal schauen, ob hier auch wirklich dicke Kartoffeln drunter sind. Was haben wir hier? Die Sorte Granola. Oh, hier sind schon Löcher drunter. Hier ist die Wühlmaus auch schon fleißig bei der Granola dabei.
Tatsächlich ist es so, dass du die Kartoffeln noch in der Erde lassen kannst, selbst wenn das Kraut kein Grün mehr hat, legt die Kartoffel in der Erde noch an Größenwachstum zu. Man sagt, 3 Wochen nachdem das Kraut abgestorben ist, wächst sie trotzdem noch weiter. Und auch danach kann man die Kartoffel noch getrost in den Erdwellen liegen lassen, wenn nicht, so wie bei mir, die Wühlmaus hier sehr derb unterwegs ist und dann ihre eigenen Vorräte anlegt und meine eigenen Wintervorräte durchkreuzt. Also das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Die Schale der Kartoffel, die soll auch gut aushärten, damit die transport- und lagerfähig ist. Und andererseits soll natürlich die Wühlmaus nicht ganz so viel davon abkriegen. Und noch ein weiterer Mitesser ist hier der Drahtwurm. Hier habe ich ihn auf der Sorte Gunda drauf. Auch eine schöne große Knolle, die immer eine sehr glatte Schale hat. Da sind aber ein paar Löcher drin und ja, das sind nicht die Augen der Kartoffel. Vielleicht kannst du es hier erkennen. Da ist dieser Drahtwurm drin. Im Prinzip kein Wurm wie der Regenwurm, sondern nur das Larvenstadium eines Käfers. Und dieser drahtige Gefährte durchhüllt die Kartoffel. Ja, und sorgt dafür, dass solche schwarzen Gänge drin sind. Wir meinen immer, das sind die Augen. Aber, ups, jetzt ist es runtergefallen. Die Augen von den Kartoffeln, die verursachen nicht solche schwarzen Gänge. Drahtwürmer tauchen hauptsächlich auf, wenn frische Wiesen urbar gemacht werden. Da sind viele dieser Larven und die stürzen sich geradezu auf die leckeren Kartoffeln. Also da sollte ich in den folgenden Jahren dann weniger Probleme haben. Was für dicke Kartoffeln und was für eine Vielfalt. Angefangen von Belana über Galactica, Tevadi. Hier auch die Samenkapseln mit dabei. Also aus so einer kräftigen Knolle dann auch noch eine eigene Kreuzung, eine eigene Züchtung zu ziehen. Wie spannend ist das denn? Riesige Agria, Gunda. Und was haben wir hier noch? Canna und wie sie alle heißen. Also eine Riesenvielfalt und viele kräftige, dicke Knollen. Bleibt mir nur noch zum Abschluss zu sagen, ich glaube gar nicht, dass der Bauer wirklich so dumm war, der mit den dicksten Kartoffeln. Vielleicht war der ganz clever. Und hat einfach nur die dicksten Kartoffeln gezeigt. Denn auch bei mir sind viele kleine Kartoffeln dabei. So wie hier die Sorte zum Beispiel. Ulsterdale. Gut, da ist auch eine große dabei. Aber das sind die drei einzigen, die überhaupt was geworden sind. Oder sowas hier. Die rosa Tannenzapfen. Das gilt ja als Gourmet-Kartoffel oder als Liebhaberkartoffel, genauso wie hier Urkartoffel, die so schön ja, urwüchsig als kleine ja, Stauden, Knollenansammlungen wachsen. Oder auch die blaue Anliese, die einige mit recht stattlicher Größe hat, aber eben viele, viele kleine, ja, im Prinzip akkurate Saatkartoffeln dann für nächstes Jahr liefert. In dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Kartoffeln. Trau dir ein bisschen mehr Vielfalt zu. Wenn die eine nichts wird, dann wächst die andere unter den Wetterbedingungen, unter den Begebenheiten vielleicht umso besser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!